Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bolter Sockenmanufaktur. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sport hier auf Lände TV. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Ja, was steht auf dem Programm? Wir haben viel verschiedene Sportarten in dieser Woche mit dabei, unter anderem Schulsport, dann Wintersport. Es gibt einen spannenden Talk und natürlich Eishockey. Starten werden wir aber mit Fußball. Austria Lustenau hat seine Generalprobe absolviert für den bevorstehenden Start in der Admiral-Bundesliga. Am nächsten Samstag um 17 Uhr geht's ja los, auswärts gegen Salzburg. Davor hat die Austria aber getestet, und zwar auf dem Kunstrasenplatz in Hohenems. Gegner war der FC Dornbirn. Die Generalprobe der Lustenau Austria vor dem Bundesliga-Start am kommenden Samstag auswärts bei Tabellenführer Red Bull Salzburg ging am Freitag über die Bühne. Auf dem Kunstrasen in Hohenems kreuzen die Marderschützlinge im sechsten Testspiel des Jahres mit dem Zweitliga-Club FC Dornbirn die Klingen. Die in intensiven Trainingseinheiten bei idealen Bedingungen erarbeitete Leistungssteigerung, die guten Ergebnisse aus den beiden internationalen Testspielen bestätigen dabei das Ziel der Austria gegen die Janeschitz-Elf. Dementsprechend motiviert gehen die Austrianer in diesem Ländle-Derby auch in die Partie, sind von Beginn weg bemüht, dem Spiel den Stempel aufzudrücken. Mit schnellen, flüssigen Kombinationen werden die Messestädter unter Druck gesetzt. Und so dauert es ganze 4 Minuten, bis es das erste Mal klingelt. Friedrikas über links, Stangler auf neuer Werbung, Gedikli, und es heißt 1:0. Auftakt nach Maß, also für die Sticker. Doch nach rund 15 Minuten ist der Anfangselan der Austria verpufft. Die Dornbirner früh im Rückstand, aber nicht geschockt, stellen sich besser auf das Lustenauer Spiel ein, gestalten die Partie mehr als nur offen und kommen 6 Minuten vor der Pause zum verdienten Ausgleich. 38. Spielminute. Jan Stefanon serviert Gustavo Balotelli die Kugel. Die Neuerwerbung lässt sich nicht zweimal bieten. Ausgleich 1:1. Mit diesem Stand geht es in die Pause. Hinein in die zweite Spielhälfte und es kommt knüppeldick für den Bundesligisten aus der Sticker Gemeinde. Ganze 4 Minuten auf dem Hohenemser Kunstrasen von der Uhr. Raul Marte ideal auf Philipp Gassner und Dornbirn führt verdient mit 2:1. Und nicht einmal 2 Zeigerumdrehungen später scheppert's wieder. Austria-Leihgabe Jan Stefanon trifft links unten. Der FCD dreht die Partie und führt mit 3:1. Das ist dann gleichzeitig auch der Endstand. Zufrieden mit dem bisherigen Auftreten seines Teams zeigt sich jedenfalls Dornbirn-Trainer Thomas Janeschitz. Ja, ich denke, dass schon dass viele überrascht waren, dass man so stabil geworden sind und auch von den Leistungen, was für mich auch sehr erfreulich, wie wir Fußball spielen, und war totaler Umbruch. Das war jetzt im Winter etwas leichter. Wir haben jetzt ein paar kleinere Schrauben drehen können und auch die Vorbereitung läuft jetzt sehr, sehr gut und macht viel Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Trotz der Niederlage im letzten Testspiel auf den Frühjahrsdurchgang zeigt sich Austria-Sportdirektor Alexander Schneider positiv gestimmt. Vor 3 Tagen gegen Kiew war alles gut, heute war es nicht so gut. Also ich sehe das relativ entspannt. Man hat den Jungs heute die lange Vorbereitung angemerkt. Ich glaube, es ist gut, wenn sie jetzt nochmal 3 Tage den Kopf frei kriegen. Und dann wird sich ab Dienstag konzentriert vorbereitet auf Salzburg. Aber wir haben Vorfreude auf die Rückrunde. Die Jungs sind da motiviert und das passt schon. Ja, wie heißt so schön, eine verpatzte Generalprobe spricht für eine gute Premiere. Nächsten Samstag
zählt es dann wirklich. Am 11. Februar trifft Austria Lustenau auswärts auf Serienmeister Red Bull Salzburg. Wir machen nun mit Schulsport weiter, genauer gesagt mit den Schul-Olympics. Dort stand die Landesmeisterschaft auf dem Programm. In Mellau wurde gefahren, Ski Alpin stand auf dem Programm und wir waren mit dabei. Mit guter Laune und gesunder Aufregung versammelten sich vergangene Woche die Teilnehmerinnen vom Schulsport Vorarlberg für die Disziplin Ski Alpin. Treffpunkt Mellau-Rossstelle. Es ist die Landesmeisterschaft der Schulen Vorarlbergs und die Siegerteams aus allen Kategorien qualifizieren sich für die Bundesmeisterschaft, die dann in ganz Österreich die Besten zusammenbringt. Das ist eigentlich das Ziel von den Schülern und Schülerinnen. Natürlich sind in mehreren Mannschaften Schüler dabei, die in irgendwelchen Landeskadern sind. Das ist auch gut so, weil die heben natürlich das Niveau der einzelnen Mannschaft. Da ist die Mannschaft auch stolz, wenn sie gute Zeiten erfahren. Aber es ist eigentlich für alle angerichtet. Die Schule muss für eine Mannschaft 5 Läuferinnen oder Läufer stellen und kann auch mehrere Mannschaften stellen. Das heißt, da können auch solche fahren, die privat weniger Skifahren. Die Altersgrenze ist von 10 aufwärts, also Unterstufe, und in der Oberstufe von normalerweise 14, 15 aufwärts bis 19, 20 ist das möglich. Es sind insgesamt 242 Läufer und Läuferinnen am Start, 101 in der Unterstufe und die übrigen in der Oberstufe. Mir macht Skifahren einfach Spaß und ich tue es halt gern. Das finde ich sehr gut. Ja, also mir macht das Skifahren auch sehr viel Spaß und deshalb... Ja, finde ich es gut. Ich freue mich, dass wir das mit der Klasse machen. Ist immer cool, wenn man etwas zusammen macht. Ich bin da tatsächlich schon ein paar VSV-Renner gefahren. Deshalb freue ich mich, dass ich da bin und da jetzt fahren darf. Ich freue mich, dass ich wieder mal so das Renngefühl habe im Rennanzug und wieder mal Vollgas geht darf. Also mir gefällt so, dass man halt auch mit den Freunden so da hingehen kann und so. Und dass man trotzdem auch Spaß dabei hat. Und es ist halt auch ein Ausgleich zu der Schule. Ja, man kriegt vor allem einen Tag frei an so einem Tag und Skifahren ist immer gut. Ja, weil ich finde das ein cooles Event. Ich bin auch mal Rennläufer gewesen und dann kann man jetzt auch mal wieder durch den Lauf fahren und sich mit den anderen Klassen schon alle matchen. Also da ist ein bisschen Anreiz dabei. Ja, ich bin da schon mal gefahren, aber ein Slalom und das war VSV-Rennen und mal schauen, Riesen bin ich noch nie ein. Einfach lässig, wenn so Leute gibt, die das organisieren wollen und mit dabei sein können. Gewinnst du? Sicher. Also das Allercoolste finde ich, dass sich 250 Schülerinnen und Schüler bereit erklärt haben, um den Skitag mit uns zu verbringen, sagen wir so. Und es ist ein riesen Andrang, es ist wirklich viel Spaß. Es sind einige, die haben mit Rennlauf gar nichts zu tun, es sind einige Kaderläufer dabei. Ich finde das so ein schöner Mix und den Zugang jedem zu gewähren eigentlich, wo da mal mitfahren will, finde ich super. Die Schülerinnen und Schüler schüttelten die kalten Temperaturen mit ihren Aufwärmübungen ab. Also ich habe vorhin Tee getrunken und mit meiner Freundin tue ich uns halt warm machen. Ach, hast du ganz starke Wadeln? Ja, meine Mama sagt schon. Bei dem Skirennen ist es so, dass eigentlich 5 Läufer in einer Mannschaft starten und die schnellsten 3 sind dann in der Wertung. Und es gibt, Skifahren ist so ein Einzelsport, dass das so etwas Wichtiges ist, dass man so versucht, so ein Team zu formen. Und das macht auch was mit den Kindern, dass man sich anfeuert. Man sieht sich nicht als Konkurrent, sondern als Team und das finde ich was ganz Schönes. Der Teamgeist scheint gerade bei den Jugendlichen einen hohen Stellenwert zu haben. Also das Miteinander einfach und es ist alles super zum Skiläufer. Also mal mir gefällt das prächtig. Ja doch, das Zusammenhalt ist schon ziemlich gut. Es wird oben ein bisschen angefeuert, sind alle oben am Startfieber mit. Beim nächsten Mal würde ich auf jeden Fall auch wieder mitmachen. Ja genau, und da helfen sie alle gegenseitig, motiviert sie auch. Und ja, ist alles super. Mir macht Skifahren einfach Spaß und ich tue es halt gern. Dass meine Freunde da sind, dass wir zusammen das Rennen fahren können. Ja, also die Organisation finde ich eigentlich gut, weil es ist ja auch ein Aufwand, so ein Rennen zu veranstalten und bis da alles passt. Und ja, also ich finde die Organisation ist sehr gut. Das Organisationsteam vom Schulsport Vorarlberg sorgte für den bestmöglichen Ablauf der Veranstaltung. Damit es rundum Spaß macht, wird natürlich auch auf die Sicherheit geachtet.
Also mir als größter Gesundheitsversicherer und Partner vom Vorarlberger Schulsport, uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir speziell junge Menschen zur Bewegung begeistern. Und jetzt heute da bei diesem tollen Anlass beim Skirennen da in Mellau fördern wir damit natürlich auch die Bewegung und Bewegung gleich verbunden mit der Gesundheit. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir da aber speziell junge Menschen unterstützen und darum sind wir da mit dabei. Also die Zusammenarbeit gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Da haben wir eine schöne Kooperation. Die haben wir mit dem Christoph Neier zusammen und mit dem Conny Berchtold zusammen. An der Stelle möchte ich dir noch zweimal ein großes Dankeschön aussprechen und ein großes Lob aussprechen, weil was dir zwei für den Vorarlberger Schulsport leisten und damit wiederum für die Gesundheit leisten für die Schülerinnen und Schüler, da kann man nur gratulieren und den Hut ziehen. Ich mache mit, weil es einfach eine coole Sache ist und dass man einfach zum Skifahren kommt und ein Rennen fahren kann. Ja, ich bin im Kader im Deutschen. Ja, mir gefällt einfach, dass man mal etwas macht, dass man rausgeht. Und es ist ein Tag frei, wo man nicht in die Schule hocken muss. Das ist einfach lustig. Ich finde das eine tolle Sache. Ja, ist super sportartig durchgehen. Sind manche besser gefahren als ich. Es macht trotzdem Spaß. Dabei sein ist alles. Nachdem die Schneelage heuer sowieso etwas schwierig ist, glaube ich, dass es für unsere Kultur und wo wir leben, dass der Skisport einfach eine riesige Rolle spielt. In der Wirtschaft und auch als Hobby. Schnee hat einfach in unseren Breitengraden ist wichtig, sagen wir so. Und Ski-Alpin hat immer einen extremen Stellenwert in Österreich gehabt, die letzten 100 Jahre, sagen wir mal. Man sieht es auch im Fernseher, die Skirennen werden übertragen und trotzdem haben sie so keinen Zugang zu dem Ganzen. Das muss nicht zum Rennlauf sein, aber Skifahren kostet einiges, das muss man auch ganz klar sagen. Ist ein teurer Sport, teures Hobby, aber es macht Spaß, man ist in der frischen Luft. Es macht einfach was anderes, als wenn ich irgendeinen anderen Sportart mache, mal mit mir. Und wie ist es gelaufen? Ja, war ganz lustig. Also der Spaß ist da schon im Vordergrund. Wir gehen jetzt einkehren. Was essen, trinken, das freuen wir jetzt. Auch wenn es ein Einzelsport ist, bringt das Skifahren Menschen zusammen. Was nicht nur körperlich, sondern auch seelisch gesund ist. Die Siegerteams vertreten das Ländle bei den Bundesmeisterschaften vom 13. bis zum 16. März in Bad Kleinkirchheim. Wir drücken auf alle Fälle die Daumen. Trotz den aktuell kalten Temperaturen beginnt in der Alps Hockey League Qualifikationsphase langsam aber sicher die heiße Phase. Der EHC Lustenau war am Wochenende im Einsatz. Am Donnerstagabend ging es in der heimischen Rheinhalle gegen das Future-Team des ECKAC. Viertes Spiel in der Qualifikationsgruppe B der Alps Hockey League für den EHC Lustenau. In der heimischen Rheinhalle ging es für die Löwen gegen das Future-Team des ECKAC. Die Gastgeber brauchten nicht lange, bis sie ins Spiel fanden, der EHC Lustenau mit einem Blitzstart. Bereits nach 16 Sekunden musste sich KAC-Keeper Florian Vorauer zum ersten Mal geschlagen geben. Ryan Hayes tankte sich auf der linken Seite durch, passte ideal auf den mitgelaufenen Chris Delvis und der setzte den Puck zum 1:0 in die Masche. Lustenau auch danach weiterhin das klar dominierende Team. Die junge Mannschaft aus Klagenfurt wehrte sich aber nach Kräften und so sollte es ein wenig dauern, bis in der Rheinhalle wieder gejubelt werden durfte. In der 14. Minute war es dann aber soweit, abermals tauchte Chris Delvis völlig alleine vor dem Gästekeeper auf, umspielte diesen und netzte eiskalt zum 2:0 ein. Die Hausherren danach nicht mehr ganz so achtsam und gleich waren die Gäste zur Stelle. Der KAC mit diesem Fastbreak, Oliver Lahm fasste sich ein Herz und brachte seine Farben mit diesem Gewaltschuss ins Kreuzeck wieder zurück ins Spiel. Neuer Zwischenstand 2:1 aus Sicht des EHC Lustenau. Die Löwen danach wieder voll bei der Sache, ließen keine Zweifel aufkommen, wer an diesem Abend das Eis als Sieger verlassen würde. Die Lustenauer Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Diesen idealen Querpass von Philipp Pöschmann nutzte David König mit dieser Direktabnahme. Lustenau lag wieder mit 2 Toren in Front. Beim Spielstand von 3:1 ging es zum ersten Mal in die Kabine. Das zweite Drittel war geprägt von zahlreichen Strafen. Darunter litt auch der Spielfluss der beiden Mannschaften. Beide Torhüter, so wie hier Lustenau-Keeper Lukas Reis, konnten sich mehrmals auszeichnen. Tore sollten im zweiten Spielabschnitt keine fallen. Zu Beginn des letzten Abschnitts legte Lustenau nochmal einen Gang zu. Wieder konnten sich die Gastgeber schnell über einen Treffer freuen. Exakt 63 Sekunden sollten im letzten Drittel gespielt sein, da klingelte es erneut im Kasten der Gäste aus Kärnten. Ryan Hayes leitete den Angriff ein,
Philipp Pöschmann passte auf den freistehenden Lustenauer Kapitän Max Wilfan, der den vorentscheidenden vierten Treffer für Lustenau erzielte. In weiterer Folge verwaltete der ERC den Vorsprung und gewann das Spiel souverän mit 4:1. Lustenau übernahm damit die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe B und trifft im nächsten Spiel zum Showdown um den Platz an der Sonne auswärts auf die Adler aus Kitzbühel. Ja, man gegen die ist immer schwer. Sie sind eine junge Mannschaft, vielleicht nicht so viel Erfahrung wie wir haben, aber sie laufen gut dies. Physisch sind sie stark, sie sind alle groß, kräftig. Aber ich glaube, wir haben ein super Spiel gespielt. Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Und darum ist am Ende gut für uns ausgegangen. Der EHC Lustenau besiegt also das Future-Team des ECKAC deutlich und setzt sich damit an die Tabellenspitze. Bereits am Samstag waren die Löwen aus Lustenau ein weiteres Mal im Einsatz. Wie sich das Ganze dann schlussendlich in der Tabelle niedergeschlagen hat, sehen Sie jetzt. Nach der knappen 3:4 Auswärtsniederlage gegen die Adler aus Kitzbühel belegt der ERC Lustenau in der Tabelle der Qualifikationsgruppe B aktuell mit 12 Punkten Platz 2. An der Spitze stehen die Adler aus Kitzbühel mit 14 Zählern. Mit 10 Punkten auf Rang 3 steht der EC Brinkzer Wald, gefolgt von Veran mit 5 Zählern. Und das Schlusslicht bildet aktuell das Future-Team des ECKAC mit 2 Punkten. Es bleibt also spannend in der Qualifikationsgruppe B der Alps Hockey League. Wir machen jetzt eine kurze Verschnaufpause und sind dann mit weiterem Wintersport für Sie da. Deine Füße im Winter ohne Boltersocken? Deine Füße im Winter mit Bolter Merino Kupfersocken. Warme Füße mit Boltersocken. Jetzt bestellen auf bolter-socken.at. Bei der Donauversicherung als komplette Quereinsteigerin wohne im Schöneberger Zawoll und bin voll froh, dass ich alles von daheim aus machen kann und auch voll flexibel bin. Bei uns geht es jetzt weiter mit einem spannenden Gespräch. Wir haben hier zwei Studiogäste und wie Sie sehen, haben wir unsere Location ein wenig gewechselt im Ländle-TV-Studio in Götzis. Jetzt darf ich begrüßen bei uns die Eva-Maria Dünser und den Martin Nessler, beide vom Skifahren unterwegs. Und am Wochenende ist es soweit. In Brand steht das erste Mal der FIS-Para-Ski-Austria-Cup-Rennen auf dem Programm. Am 11. und 12. Februar wird gefahren. Slalom und Riesentorlauf steht auf dem Programm. Eva Maria, schon aufgeregt aufs Wochenende? Ja. Auf was freust du dich ganz besonders? Dass meine Gotta kommt. Oh, sie hat jetzt versprochen, dass sie kommt. Die Zuschauer, ja. Also da gibt es kein Entkommen mehr für die Gotta. Steht ein Slalom und ein Riesenslalom auf dem Programm. Ja. Vorige Woche ist semi-semi gelaufen, ein Ausfall, ein Sieg? Ja. Wie bist du in Form? Was macht die derzeit aus? Ja, also im ersten ist es gut gegangen, aber im zweiten nicht mehr. Jetzt mich geschmissen und nutzt nichts. Ja. Also wenn du durchkommst, steht ein Sieg auf der Anzeigetafel. Die Eva Maria ist gut unterwegs, was sagt der Trainer dazu? Ja, die Evi hat sich sehr gut entwickelt im Training, also skitechnisch. Hat einfach seinen Körper im Griff, weiß, was sie mit dem Ski anfangen muss, bringt der Ski immer Richtung Tal. Also, wenn die Nerven mitspielen, dann ist sie sicher eine ganz heiße Kandidatin, um eine richtig gute Zeit abzulegen. Gefahren wird in Brand am Nickenkopf. Was dürfen sich die Zuschauer denn freuen? Was darf man erwarten vom FIS-Para Ski Austria Cup? Also erstens freut es mich einmal, dass der Skiclub oder der Winterverein, Sportverein Nofels das Rennen angenommen hat. Das haben wir letztes Jahr auf der Österreichischen in Mellau so eingefädelt, dass wir einfach im Vorarlberg einmal das Rennen haben.
dass wir sehen, was der Behindertensport eigentlich zu bieten hat. In erster Linie die Körperbehinderten, aber auch die mental beeinträchtigten Menschen. Was für Leistungen, dass die eigentlich abrufen können. Und den Leuten, die was also kann, denen verspreche ich unendlich viel Spaß mit unserer Sportler, mit der Parasportler und mit der mental Beeinträchtigten, mit welchem Engagement, dass die das Ganze angehen. Also es wird ja nicht nur der FIS Austria Cup gefahren, sondern gleichzeitig genau. Auch die Vorarlberger Landesmeisterschaft. Ja. Es sind auch einige altbekannte Rollstuhlfahrer mit dabei. Ja. Jürgen Egle habe ich mir zum Beispiel sagen lassen. Aha. Freut man sich auch, dass beide, sowohl paralympische Sportler als auch mental beeinträchtigte Sportler gemeinsam fahren hier? Also ich freue mich unendlich, die Typen da zum, wie die mit den Geräten eigentlich da den Hang abblasen, das ist unvorstellbar. Auch die Blinden, die Leistungen, die sind nur in Natura vorstellbar. Ich meine, im Fernsehen waren sie cool dargestellt, oder? Aber in Natur, wenn man das sagt, was die leisten, also einfach der Hut ab. Also ist wirklich ein Besuch wert, oder? Absolut, ist absolut. Was verpasst man, wenn man die Eva Maria am Wochenende nicht anschauen geht? Ein Sieg. Ja. Na, tolle Sache. Wie körperlich fit muss man auch sein? Wie oft trainierst du, Eva? Zweimal in der Woche. Mhm. Und am Wochenende oft unterwegs auf verschiedene Rennen? Ja. Es rentiert sich aber, es gab ja auch schon Erfolge in der Vergangenheit, ja. Nicht zu kleine. 3-mal Weltmeisterin habe ich mal sagen lassen. Mhm. Wie ist dazu gekommen? Ja, es ist gut gegangen, ja. Und ja. Alle haben uns zugeschaut, ja. Perfekt, oder? Ja. Große Empfang hat es auch gegeben, habe ich gehört. Super Sache. Mhm. Macht es der Trainer natürlich wahrscheinlich auch stolz, oder? Wenn man so eine Weltmeisterin mit nach Hause bringt im Wettkampf. Ja, man. Ich sage, das ist einfach der Lohn, den von ihr gesehen, aber auch von der ganzen Mannschaft. Man, wir haben viele andere coole Athleten noch in Österreich, neben der Eva Maria. Die Eva Maria ist natürlich sicher das Aushängeschild mit ihrer 3 Goldmedaillen. Hat mich eigentlich überrascht, dass es sogar geklappt hat. Am ersten Tag haben wir einen Slalom gehabt in Grenoble und da ist mir leider rausgefallen. Da bin ich dann schon ein bisschen nervös geworden, weil es ist eigentlich hier eine Paradedisziplin, das beherrscht sie also perfekt, oder? Mhm. Aber es haben einfach die Nerven dort einmal ein bisschen nicht so mitgespielt. Und dann sind wir leider rausgefallen. Aber danach Riesental auf Super-G und dann der Mannschaftsbewerb, das war richtig cool, was sie dann da gelegt haben. Es gibt ja auch eine enge Verbindung mit dem WSV Ludesch, gerade bei der Eva. Mhm. Wie ist das zustande gekommen? Ja, das ist eigentlich durch einen langjährigen Freund, der hat selber ein beeinträchtigtes Mädchen gehabt, der Hugo Markowitz. Ungefähr vor 15 Jahren sind wir mal zusammen gehabt, hat er mich mal gefragt, du darfst die Heidi bei uns mittrainieren? Und dann hat sich das eigentlich so entwickelt. Und durch den Hugo sind wir dann eigentlich auf die Eva aufmerksam geworden und haben gesagt, du, wir nehmen die Eva dazu, denn in den letzten Jahren, wir haben auch ein Mädchen mit Körperbeeinträchtigung, die ist auch bei uns dabei. Also mit dem Oliver Pfeiffer dazu mal. Der hat jetzt seine Karriere leider aufgehört, weil er mit der Füße ein bisschen Probleme hat. Der war auch bei uns. Also in Ludesch läuft es eigentlich mit dem Training, das fließt alles in sich hinein. Jetzt die Veranstaltung in Brand wird organisiert vom SV Handicaps. Mhm. Wie wichtig ist so ein Verein auch für das ganze Bundesland Vorarlberg? Das ist, wie soll man das beurteilen? Ich finde, das ist, gehört zu den wichtigsten Vereinen, dass man solche Menschen wie jetzt die Eva mit mentaler Beeinträchtigung abholen, die im Sport weiterentwickeln und entwickeln wir natürlich gleichzeitig auch im Berufsleben wieder. Also ich kann jetzt nur von der Eva berichten, wie sie sich entwickelt hat, gerade im sportlichen Bereich, auch
gewisse Übungen, was sie macht mit Ballfangen, wie das jetzt funktioniert bei ihr, wie das vor 5 Jahren noch nicht so funktioniert hat. Jetzt spielt sie das wieder. Also der SV Handicaps leistet hier, glaube ich, wirklich tolle Arbeit, wenn man sich interessiert. Einerseits, weil man vielleicht ein eigenes Kind zu Hause hat, weil man vielleicht auch Trainer werden möchte. Wie kann man auf kurzem Wege mit euch in Verbindung treten? Ich meine, am besten ist, wir reden jetzt vom Skisport, aber ich möchte natürlich auch andere Sportarten nicht ausgrenzen. Also ich möchte einfach jeden Jugendlichen oder jeden Erwachsenen, das möchte ich schmackhaft machen, ein Training mit mental beeinträchtigter Menschen. Es gibt nichts Schöneres. Das ist, ich sage, du gibst ein Lächeln hinaus und es kommen viele Lächeln retour. Also man kann sagen, da ist wirklich nicht das Ergebnis im Vordergrund, oder? Das Ergebnis ist absolut zweitrangig. Oder? Nur wenn denn das Ergebnis auch noch passt, dann ist natürlich eine Riesenfreude da. Gell? Und einfach an Jugendliche oder Erwachsene, die sich so einer Aufgabe vielleicht stellen möchten, bitte haben keine Scheu vor beeinträchtigter Leute. Gehen um wie wir miteinander kommunizieren, so machen wir so miteinander. Gell? Und ihr werden dann recht viele Retour kriegen für ihn. Ja, ich würde sagen, toi 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 fürs Wochenende, ja, Eva. Danke. Gib quick Gas. Und euch beiden danke für den Besuch hier bei uns im Studio. Und ja, viel Erfolg am Wochenende. Dankeschön für die Einladung. Und kommt bitte geschauen. Werden wir. Und erlebt die Freude, was die Sportler an den Tag legen. Werden wir gerne machen, hoffentlich mit vielen Zuschauern. Dankeschön. Danke. Ja, das war das Interview mit Martin Nessler und Eva Maria Dünser. Und das war es auch für diese Woche wieder vom Ländle-Sport hier auf Ländle TV. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten, Montag 20 Uhr. Bis dann.